Hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Neumond in Wassermann am 9. Februar, aber auch zu der Zeit bis zum 22. Februar, bis dann die exakte Konjunktion von Venus und Mars im Zeichen Wassermann stattfindet. Venus und Mars stehen im Zeichen Steinbock, Pluto in Wassermann, Merkur in Wassermann. Der Neumond befindet sich hier auf 20 Grad und 40 Bogenminuten im Zeichen Wassermann. Saturn und Neptun im Zeichen Fische, Mondknoten Chiron im Zeichen Widder, Jupiter und Uranus im Zeichen Stier. Es geht hier also um Veränderungen in der Politik, in der Gesellschaft, bei einem selbst auch um persönliche Entscheidungen. Also ich erlebe in der letzten Zeit sehr oft Hausverkauf, Umzug, Auswandern. Gut, das ist auch mein Thema mit der Astrokartografie, aber auch Trennung von Partnerschaften zum Beispiel oder eben, wie man sich gemeinsam wieder in der Partnerschaft neue Ziele setzt. Das wird auch im Februar sehr interessant, weil dann ja Venus und Mars am 22. Februar eine Konjunktion haben. Ich gehe dann später nochmal im Video auf diese Geschichte ein. Auch hier bei dem Neumond in Wassermann bilden sie schon eine Konjunktion, werden sich aber nicht mehr im Zeichen Steinbock treffen, sondern wie gesagt dann im luftigen, fixen Zeichen Wassermann. Und sie werden noch eine Konjunktion mit Pluto durchlaufen. Der Neumond in Wassermann steht auf 20 Grad, 40 Bogenminuten, 40 Bogenminuten. Man kann also wieder bei sich schauen, wo steht dieses Zeichen Wassermann bei einem im Geburtshoroskop oder im Solarhoroskop oder im Relokationshoroskop. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht, wie man das berechnet. Das habe ich hier unten auch nochmal verlinkt. Da kann man dann wieder unter dem Video auch wieder, ich habe die Häuserbedeutungen aufgelistet, nachschauen, welches Haus betrifft dieser Neumond und welche Bedeutung hat das für einen selbst. Grundsätzlich beschreibt dieser Neumond im Zeichen Wassermann die Themen Freiheit, Unabhängigkeit, Revolution, Neuartigkeit und ungewöhnlich zu sein, auch rebellisch zu sein. Und wir sehen das auch in der Politik in den USA, dann auch in Deutschland, die Demonstrationen. Und man muss hier auch immer wieder schauen, weil das Zeichen Wassermann auch mit Ideologie zu tun hat, dass man auch schaut, welche Ideologie steht wirklich dahinter, von wem sind welche Aufstände initiiert, geplant und so weiter. Und Pluto hier im ersten Grad Wassermann tut seines auf jeden Fall dazu, also dass es hier Umwälzungen und Veränderungen geben wird. Für einen selbst kann das natürlich bedeuten, dass man neue Wege sucht, individuelle Wege, das Besondere, das Einzigartige leben will und ja, man sieht viele Möglichkeiten und entscheidet sich vielleicht ungern sowieso auch mit dem Quadrat zu Uranus, das hier sehr stark ist oder relativ stark an diesem Neumond. Der ist schon vorübergegangen, dieser Aspekt. Trotzdem die 1,5 Grad wirken auf jeden Fall. Vor allem auch mit dem Mond und für den Mond in Wassermann, der ja hier sich nicht so gerne emotional oder gefühlsmäßig einlässt, sondern lieber, wenn es um Intensität der Gefühle geht, lieber außen vor bleibt, zögert sich einzulassen und seine Freiheit bewahren will. Das ist für den Mond auch gar nicht so eine leichte Stellung, weil der Mond will immer Geborgenheit und Sicherheit. Und die Frage ist dann hier, wie man bestimmte Dinge einschätzt, eventuell schätzt man sie auch mit dem Uranus in Stier, der Dispositor, also der Zeichenherrscher von Wassermann und von diesem Neumond ist, als unberechenbar ein. Die Situation, die Lage, auch wenn man umzieht oder auswandert, weiß man ja nicht, wie es an diesem neuen Ort ist. Und deswegen empfehle ich immer, dorthin zu reisen, die ersten Schritte auszuprobieren oder zum Beispiel, wenn man Verträge unterschreibt, eben auch die Kindergedanken damit betrachtet und alles im Detail anschaut. Trotzdem ist es so, auch Uranus steht in einem fixen Erdzeichen. Wenn man sich entschieden hat, wird man diesen Weg gehen. Der Wassermann ist auch ein luftiges, fixes Zeichen. Also man kann sich auch in eine Idee verrennen und die Herausforderung ist, mit diesem Quadrat zu schauen, ist es überhaupt umsetzbar? Der
Neumond, also Sonne und Mond bilden auch noch ein Sextil zum Mondknoten im Widder. Das ist ein schöner Aspekt, der verstärkt die Führungskraft, die Kraft, den eigenen Weg zu gehen. Beide bilden auch noch ein Sextil zum Chiron im Widder. Die beiden Aspekte sind hier schon vorübergegangen, auch zum Mondknoten im Widder. Trotzdem ist wahrscheinlich noch Unsicherheit spürbar. Man bekommt ja mit dem Chiron oft auch einen Schlüssel zu einer anderen Qualität, die eben noch die feineren Energien sichtbar werden lässt. Oder man kann natürlich auch andere gut in ihrem Vorhaben bestärken. Der Merkur in Wassermann bildet ein Quadrat zu Jupiter in Stier, starker zulaufender Aspekt. Das fordert einerseits heraus, weil man über sich hinauswachsen will. Andererseits ist es immer gut, um Texte zu verfassen, zu schreiben und bringt viel Humor ins Spiel. Merkur in Wassermann ist ja eine gute Stellung für Kabarettisten zum Beispiel. Venus und Mars bilden hier schon eine Konjunktion im Zeichen Steinbock. Mars in Steinbock ist hier sehr gut gestellt. Er steht hier erhöht und hat schon eine Konjunktion mit dem Pluto in Wassermann. Das heißt, er verstärkt den Wunsch, die Dinge zu Ende zu bringen. Er kann verbissen an einer Sache dranbleiben. Das ist oft so mit einem Mars und Pluto in der Konjunktion, dass man auf jeden Fall ein Vorhaben durchsetzen wird. Auch die Macht. Position wird hier gestärkt, also im positiven Sinne. Ja, man lässt sich seine Energie nicht nehmen, man lässt sich weniger von außen beeinflussen, sondern man hat eine ganz klare Zielvorstellung. Mars bildet hier noch ein Sextil zu Neptun, das erhöht die Verführbarkeit für bestimmte Dinge. Man lässt sich dann doch etwas leicht ablenken oder man geht auf jeden Fall dann schon mit dieser Venus in Konjunktion mehr in die Offenheit hinein, jemanden kennenzulernen, sich für das Thema Partnerschaft oder Erotik zu öffnen. Und auch Venus bildet ein Sextil zu ihrer höheren Oktave Neptun. Auch das verstärkt die Verführbarkeit, die Kreativität, die Feinsinnigkeit, das Mitgefühl. Die erste Februarwoche ist auch gut dazu geeignet, ein Fundament zu bauen mit dem harmonischen Aspekt von Jupiter zu Saturn in Fische. Dieser Aspekt ist schon vorübergegangen, trotzdem wirkt er noch stark. Also es ist immer gut, wenn Jupiter und Saturn in einem harmonischen Aspekt zusammenstehen. Ja, ich gehe jetzt dann eben auch mal weiter, blende hier ein den 10.2., 11.2., 12.2., wo eben Mars dann schon in das Zeichen Wassermann eintritt. 14.2. ist ja der Valentinstag auch und Mars und Pluto werden hier eine exakte Konjunktion haben. Also das ist eine starke dynamische Zeit, wird natürlich auch in der Politik sich zeigen. Also wir werden mehr Revolutionen sehen, mehr Aufstände, mehr Demonstrationen, definitiv. Also da sehen wir schon die Wassermann-Energie viel geballter, werden wir im Februar spüren. Und Venus läuft jetzt auch schon eben in die Konjunktion mit Pluto. Das heißt, Partnerschaften werden intensiviert. Also Machtkonflikte, aber auch mit dem Mars Pluto. Und hier ist sehr schön zu sehen am 15. Februar, Pluto wird von Venus und Mars flankiert. Also die bilden so eine Halbsumme Venus und Mars. Und das ist natürlich sehr dynamisch, weil wahrscheinlich ist man mit sich beschäftigt, sich die männlichen und weiblichen Anteile in sich mehr zu integrieren oder mehr zu erleben. Oder man will auf jeden Fall etwas nach vorne bringen, man will etwas neu erschaffen, man will das Alte ablegen. Das kann für Partnerschaften auch sehr herausfordernd sein, weil es dann hier schon um Gleichberechtigung geht oder zum Beispiel, dass man intensiv mehr etwas erleben will. Sehr dynamisch. 16.2. sehen wir dann die Venus ins Zeichen Wassermann. Da ist die Energie dann sehr freiheitlich orientiert, freundschaftlich, aber mit dem Pluto auch intensiv. Und es ist dann eine Zeit, ja, wenn die beiden dann schon in der Konjunktion jetzt auch wieder hier stehen, dass es um die Themen Gleichberechtigung geht. Ja, und das ist sowieso ein ganz interessantes Thema, weil ich gehe mal auf den 22. zu. Ja, und jetzt komme ich zu dieser Venus- und Mars-Konjunktion. Im Zeichen Wassermann, in dieser Spannung zum Mond in Löwen und vor allem in dieser Spannung zum Jupiter in Stier, sieht man hier diese eingekreisten Felder hier im Bild.
Und das ist so, ja, ein weites Thema. Also ich sage mal, die Liebe ist ein weites Feld und findet ihre Wege. So, damit möchte ich mal das ganze Feld beschreiben an Möglichkeiten, wie so diese Venus und der Mars im Wassermann gelebt werden können oder was sie bedeuten. Einerseits ist es ja so im Zeichen Wassermann, dass sich viele Gleichgesinnte treffen und eben etwas erschaffen wollen, wie zum Beispiel auch in Verbindung mit dem Jupiter könnte das bedeuten, die Fülle der Natur gut nutzen, dass es auch im Sinne der Natur ist. Der Jupiter hat eher ein pragmatisches Weltbild und dass man solche Gemeinschaften erbaut. Da gibt es ja auch schon solche Projekte. Es gibt Webseiten, wo man Gleichgesinnte finden kann, sich in einem Projekt mitbeteiligen kann oder involvieren kann oder Gleichgesinnte findet. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was zu Venus und Mars in Wassermann dazugehört. Dann ist es so das Thema Partnerschaft oder Liebschaft oder Beziehung, wo man sich auf etwas bezieht oder die Ehe schlechthin. Und das hat sich ja in den letzten Jahren sehr geändert, weil auch zum Beispiel die Frauen sich wirklich persönlich weiterentwickelt haben. Und ja, ich kenne viele Frauen, die ihre Kinder alleine großgezogen haben und die ihre Berufung leben wollen und die sehr viel Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht haben, Familienaufstellungen und so weiter, weil man einfach mehr an die Basis heran will und sich einfach spirituell weiterentwickeln möchte und erwachen möchte. Und ich denke, dass die Männer auch auf diesem Weg mittlerweile mehr sind und dass es gut ist für die neue Zeit, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Partnerschaften ohne dieses spirituelle Erwachtsein gar nicht mehr funktionieren. Ja? Und wenn man mal sieht, wie stark auch viele Frauen sind und sich wirklich ihren eigenen Weg wählen, ja, auch mit allen Unsicherheiten oder Zweifeln oder ob man gut genug ist und so weiter, ja, das stellt sich ja eine Frau viel mehr die Frage als ein Mann, der dann das einfach vielleicht macht. Und man darf auch nicht vergessen, dass, ich glaube, es war so vor 50 Jahren, eine Frau alleine auch kein Bankkonto eröffnen durfte, ohne die Zustimmung ihres Mannes zum Beispiel, ja. Und seitdem hat sich ja total viel geändert. Nicht nur durch die Computerisierung, sondern auch, weil Frauen in die Vormachtstellung gegangen sind und einfach ihr Business und ihre Berufung nach vorne gebracht haben. Und in dem Zusammenhang auch Frauen untereinander, vielleicht jetzt mehr eine Gemeinschaft bilden, also Neid und Konkurrenz zum Beispiel endlich wegfällt, ja. Und das kann diese Wassermann-Zeit-Qualität auch wirklich mit sich bringen, dass man Freundschaften schließt, dass man wirkliche Freundschaften hat, auch zwischen Mann und Frau. Ja, dann gibt es die unterschiedliche Vorstellung vielleicht von der Partnerschaft. Zum Beispiel, dass das Thema der offenen Ehe sehr aktuell ist, beliebt ist bei manchen oder zum Beispiel dann doch das Thema oder die Ehe oder Partnerschaft, wo Treue und Beständigkeit und Zuverlässigkeit einen großen Wert haben. Denn die Venus steht ja auch für Werte, Finanzen, Selbstwert und so weiter. Im Zeichen Wassermann pflegt sie auch gerne Freundschaften. Also was ich jetzt sagen will, ist, es gibt je individuell kann man das ja entscheiden, ob man sagt, nee, ich möchte lieber eine offene Partnerschaft führen oder offene einfach Freundschaften und ich suche mir unterschiedliche Sexualpartner oder man sagt, nee, ich möchte eigentlich schon eine Partnerschaft und mich voll und ganz darauf einlassen und auch die Liebe und die Sexualität gemeinsam erfahren oder ich möchte mit einem Partner gemeinsam den Weg gehen, etwas Schönes erschaffen, ein schönes Haus bauen, es zu Hause schön machen, einen schönen neuen Ort zum Beispiel suchen oder zum Beispiel auch, ich liebe Kinder, man möchte eine Familie gründen, ob das Mann oder Frau ist. Ja, das gilt eigentlich alles, was ich hier gesagt habe, auch für gleichgeschlechtliche Partner und Liebesverbindungen, denn im europäischen Raum, gerade im mitteleuropäischen Raum, ist ja sehr viel möglich. So, ich gucke nochmal auf mein Blatt.
ob ich alles gesagt habe, weil ich wollte da auf jeden Fall nichts vergessen. Naja, Gendern ist mir auch noch eingefallen, das Gendern, was gerade aktuell ist, aber pff, ich weiß gar nicht, ob ich das aufnehmen will, ne? Ach ja, dann gibt es ja auch noch das Thema, Mann und Frau sind anders. Ja, oder sehr unterschiedlich. Es gibt ja die Theorie auch, dass Frauen und Männer gleich sind. Also ich behaupte mal, das für mich trifft es nicht zu, oder ich beobachte das anders. Auch ich in meiner Coaching-Ausbildung, wir haben das so genau dieses Thema auch betrachtet und eben festgestellt, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind. Männer kommunizieren anders als Frauen, sind direkter, geradliniger. Die brauchen ein paar Sätze nur und Lösungsansätze oder so, ja. Und wir Frauen, wir definieren das Ganze einfach umfangreicher. Vor allem auch haben Frauen weniger den Tunnelblick. Und der tut uns Frauen auch manchmal ganz gut. Wir betrachten es alles mehr im Radar und im sozialen Bereich. Das kommt auch daher, weil Frauen Kinder großziehen und einfach da den Radarblick brauchen, ja, bis nach hinten und nach vorne und so weiter, ne? Und sowieso auch alles mit einbeziehen, ja, während Männer einfach nur eine bestimmte Sache vielleicht anschauen. Also, vielleicht hat sich das im Laufe der Jahre schon mal geändert, aber ich sehe, dass doch das die Vorgehensweise unterschiedlich ist. Und es kommt ja immer darauf an, welchen Lebensstil man selbst hat, ob man zum Beispiel also Single ist im Bereich Flirten und so weiter unterwegs ist, wie offen man ist und wie man eben selbst Menschen betrachtet und welche Einstellung man dazu hat und welchen Wunsch auch man selbst hat zu diesem Thema. Ja, und das möchte ich auch zum Abschluss die Frage noch so mitgeben. Also, wie stellt man sich zum Beispiel eine Partnerschaft vor, wenn man keine hat, aber gerne eine möchte? Denn die Venus hier im Quadrat zu Jupiter, die idealisiert auch sehr gerne, die hat den Wunschtraum, dass vielleicht ein Prinz vorbeikommt oder die Prinzessin und ja, alles wird wunderbar und liest einen den Wunsch von den Augen ab sozusagen. Oder ist es so, dass man sich das sehr genau vorstellt, ja, dass man so eine konkrete Vorstellung hat und sagt, ja, das mache ich mit einem Partner, mit einer Partnerin und das nicht, ja, das möchte man nicht mehr erleben oder so. Zudem ist es auch so, je älter man wird, desto konkreter werden die Vorstellungen von dem auch, was man nicht möchte, aber auch von dem, was man möchte. Also, das ist die Frage, die ich hier so mit ins Feld geben möchte. Ja, also es ist nicht so ein leichtes Thema. Meiner Meinung nach, ja, ein schwieriges Thema sogar, weil es einfach auch so sehr stark die Gesellschaft beschreibt, ja, so wie wir Menschen leben, wie wir Kinder großziehen, wie wir in der erfüllten Sexualität auch sind, habe ich total vergessen, dieses Thema kommt natürlich auch in der Opposition mit dem Löwe ins Spiel, weil der Löwe ja ein Also das innere Kind auch beschreibt und Löwe ist ein Zeichen für Vitalität, Lebensfreude und mit der Verbindung auch zu Venus und Mars. Natürlich geht es hier um die Erotik und um die Sexualität, ja, und eine erfüllte Sexualität und das kann ja, also das ist ein sowieso ein Riesenthema, wenn man das aufmacht. Naja, und da gibt es ja dann eben auch Dating-Plattformen und eben Tantra-Seminare und so weiter, wo man sich auf dieser Ebene kennenlernen kann für erwachsene Menschen. Ja. Und sowieso möchte ich dazu auch noch sagen, und das gilt wieder für alle, also auch für gleichgeschlechtliche Paare oder Liebende, dass wie wir in der Kindheit konditioniert wurden, also wie unsere Eltern zu uns waren, wie unser Vater war, wie unsere Mutter war, dass es ja uns sehr prägt und das darf man auch nicht vergessen. Und es kommt ja immer wieder darauf an, wie wir an uns arbeiten, wie wir uns selbst begegnen und kennenlernen und wie wir uns selbst lieben und können wir denn auch wirklich gut alleine sein. Das ist ja schon mal eine super Voraussetzung, um eine gute, erfüllte
Partnerschaft zu führen oder halt eben mit Gleichgesinnten gut zusammen zu sein. Denn dieses Zeichen Wassermann zum Abschluss, du sprichst von Freiheit und Unabhängigkeit, hat aber auch in diesem Zeichen eine fixe Vorstellung. Und bei dieser Konstellation am 22. Februar gilt es noch darauf zu achten, dass man sich nicht in so eine Ideologie verrennt, so nur so und so darf es sein, so und so muss es sein. Und ich habe fixe Vorstellungen, weil eben das Quadrat auch zum Jupiter in Stier, einem fixen Erdzeichen, stattfindet und zum Mond in Löwe, der einem fixen Feuerzeichen steht. Also nicht alles nur so betrachten, sondern sich auch wieder ein bisschen öffnen für die neuen Wege. Ja, das war soweit von mir zu diesem Thema. Und ich gehe noch mal kurz auf den Neumond in Wassermann zurück. Ich gehe noch mal kurz auf die Astrokartografie, wo der Neumond in Wassermann stattfindet. Und anschließend ziehe ich noch eine Astrokarte. Und ich blende hier noch einmal die Astrokartografie ein, um zu schauen, wo dieser Neumond stattfindet. Findet einerseits in den Teilen von Alaska statt und Hawaii. Dann geht dieser Mond eben durch Kuba, trifft hier auf die Uranuslinie im Quadrat und durch Südamerika, ja, durch Argentinien auch durch, bei den Falklandinseln vorbei. Wieder durch Europa, durch das östliche Europa, durch Polen, durch Ungarn, Kroatien, an Griechenland vorbei und dann durch das mittlere Afrika, Südafrika, fast genau durch Kapstadt. Und durch Russland, China, Hongkong, Indonesien bei Jakarta vorbei. In diesen Regionen wird sich der Neumond besonders zeigen. Ja, soweit war es von mir zu diesem Video zum Neumond in Wassermann, zu der aktuellen Qualität, Zeitqualität im Februar zu Venus und Mars in Wassermann. Eine spannende Zeit und ich denke auch wirklich eine revolutionäre Zeit, in der wir noch mehr Veränderungen in Politik und so weiter sehen werden. Und ich ziehe ja nach wie vor eine Karte aus meinem Astrokartenset zum Neumond in Wassermann, auch zu diesem Video, zu der Zeitqualität im Februar. Mal schauen, welche Karte diesen Neumond und den Februar begleitet. Zwillinge, schon wieder Zwillinge. Ich hatte das beim vorletzten Neumond, meine ich. Oder beim Jahresvideo. Zwillinge, Kommunikation und Wissen. Der luftige Zwillinge ist ein geistiges Zeichen. Er ist neugierig, wissbegierig und tauscht sich gerne aus. Vermittle dein Wissen, sei es in Form des Lehrens, Publizierens oder durch Schreiben. Der Zwillinge ist ein Zeichen der Dualität. Licht und Schatten gehören genauso zusammen wie Leichtigkeit und Schwere. Diese Pole ergänzen sich. Der bewegliche Zwillinge fliegt am liebsten wie ein Schmetterling von einem Ort zum anderen, um sich vielerorts zu informieren. Folge deiner Neugierde. Mit welchem Wissen begeisterst du andere? Finde deine eigenen Worte. Inspiration ist deine geistige Quelle. Sie steht dir immer zur Verfügung. Die Affirmation ist, ich inspiriere und lasse mich inspirieren. Und ja, jetzt ist es ja so, auch dieses Jahr wird der Jupiter in das Zeichen Zwillinge wandern, am 26. Mai nach der ganzen Konstellation im April und nach der ganzen Stierformation kann man ja schon sagen, wenn dann Sonne und Mond und Venus und Jupiter und Uranus ja sich in diesem Zeichen befinden. Also, es wird eine aufregende Zeit mit vielen, vielen Möglichkeiten. Und die Kommunikation ist wichtig, natürlich. Und das werden wir auch vor allem im Februar sehen, in Partnerschaften oder eben in vielen anderen Themen, die die Welt beschäftigen.
Ja, soweit war es von mir zu diesem Video. Ich freue mich wie immer über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com gibt es weitere Informationen. Du kannst dir dort jederzeit gratis eine Astrokarte ziehen, dann neu auch mal den Radix-Chart berechnen auf meiner Webseite, ist auch ausgeschildert. Unten sende ich noch den Link. Dann habe ich auch meinen Telegram-Kanal, falls es jemanden interessiert und du dir dort das Abo nehmen möchtest oder haben möchtest, dann gibt es natürlich weiterhin meine weiterführende Coaching-Begleitung, mein persönliches Coaching und auch Workshops im Februar. Diese gebe ich dann auf meiner Webseite bekannt oder auch dann hier im nächsten Video. Also es lohnt sich dann auch mal immer wieder auf meiner Webseite vorbeizuschauen oder sich unverbindlich in meinen Newsletter einzutragen. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir einen wunderbaren Februar, Kalomina, wie man hier auf Griechisch sagt. Hab einen guten Monat. Ich wünsche dir einen wunderbaren Neumond in Wassermannzeit, eine gute Februarzeit an deinem Seelenort. Bis dann.